So Leute, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Together Magica 2 mit unserem Gast Tobix. Hallo! Und natürlich immer dabei der Vardrag und ich, der Bloody. Ja genau, ich bin auch dabei beim eigenen Let's Play. Ja, wir haben in der letzten Folge hier diesen komischen... Ja, meinst du da lang, Tobi? Da geht's auf jeden Fall weiter, würde ich einfach mal sagen. Das ist eine Muschel. Eine Muschel. Ja, Marfi, du holst die Muschel, ich halte das Eis aufrecht. Hast du die Muschel? Ja, ja, das war der Dampfer gerade eben. Okay. Wenn es hier weitergeht, wollen wir nicht gucken, ob es da unten noch irgendwas gibt? Ja, ja, das sah mir sehr verdächtig aus. Dankeschön. Tobi, wär besser, wir gehen da innen lang, glaube ich. Ja, da gibt's auf alle Fälle nichts. Hier können wir einfach erstmal durchs Wasser laufen, weil es flach. Noch ein Stückchen. Ach, schön. Ach, nicht das. Das da. Aber es scheint doch nichts zu geben. Schade. Ding mache ich gerne, Bloody. Ich merke schon. Bist du schon wieder eingefroren? Immer ich. Oh, wenn man mit Geschwindigkeit übers Wasser rennt, wird man nicht nass. Nee, wenn du übers Eis rennst, wirst du nicht nass. Ich bin hier hinten, das letzte Stück übers Wasser gerannt mit Geschwindigkeit. Ach so, das kann sein. Das weiß ich nicht. So, da hinten sind definitiv Gegner. Also werden wir dort einfach mal so random reinhauen, würde ich sagen. Ich leben, du tot, Tobi? Genau. Hau noch mehr Tod rein, noch mehr Tod nach hinten. Und jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter nach da. Warte mal. Meinst du, das ist ein Gegner? Ich bin gerade keine Gegner. Sehr schön. Da sind die Gegner. Ich mache hier mal Blitze. So muss das. Das ist nur ein Overkill. Ja, dafür haben die Türen sind hier nicht mehr verschlossen. Nee, dafür haben wir uns die Schweine, die den anderen Überzauber genommen. Komm, haut mal jemand tot rein, da nach hinten. Kannst dich angreifen, was du nicht siehst. Oh. Vor allem, weil hier die Map zu Ende ist. Sehr schlau. Nein. Leben und Donner plus Leertaste ist gleich Wiederbelebung. Schiff plus rechts ist gleich Angreifen. Ich habe nur verschiedene Magiker. Das steht irgendwie oh, rechts. Komm, die bringen gleich mal. Nein, die lassen wir erstmal noch am Leben. Wir müssen erstmal mit denen quatschen. Oh. Ich konnte sie nicht retten. Okay, Kalle, wen konnte ich? Lass mich durch, Kalle. Orks und Goblins, Seite an Seite. Massenpanik. So, wir werden erstmal die da... Tobi, wir müssen erstmal da reinfeuern. Ja genau, Bloody, halt den Strahl einfach, damit die trifft. Rennt mal nicht zu weit. Wir müssen den Gegner wirklich triggern. Sag mir, wo ist Nostri? Du musst schon weiterlesen. Niemals! Sören! Moment. Gnade, ich kann nicht schwimmen. Mattis. Ich auch nicht. Ach, wirklich? Bam, und noch ein. Können wir ihn nicht retten? Ich tot. Ich leben. Aber bitte nicht auf mich. Mafia aus dem Weg, genau. General Mojito. Ja, weil Tobi jetzt sowieso nicht angefangen hat, richtig vorzulesen, haben wir alle nicht vorgelesen, egal. Und los. Zu weit hinten. Mach immer mal Leben. Mach mal Leben!
Ja, ich nicht. Ich kann gerade nicht. Dankeschön. Au. Komm, eile. Bam. Ich kann mich erstmal um diese hässliche Bogen schützen. Ah. Oh, 2000. Das wird nichts. Probiert's mal mit Strom. Bei Ogern sollte normalerweise Strom helfen. Ah, der hat Bombenpfeile. Oh, Sven. Ja, gleich. Danke. Bitteschön. Tobi, du bist noch gar nicht tot. Weg da, Tobi! Ich hau schon ab. Oh, warte mal. Verdammt. Ich wollte nicht dich treffen, Tobi. Das tut mir fast leid. Aber nur fast. Alter, wieso... Kannst du... Marvin, du kümmerst dich um Cerdito? Oder Mojito? Ich weiß nicht, welcher davon welcher ist. Ja, die war nochmal diese kleine. Okay, ich bin tot. Habt ihr euch wiederbelebt? Komm schon, leben, 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 lebe. Alter, was ist das für ein Dreckskerl? Moment, wie ging das? So. Was ist das für ein Dreckskerl? So. Verdammt. Gleich. Wir haben richtig ausgeklügelte Bosse hier. Ja, die Bosse sind etwas... Ah, danke. Bitteschön. Autsch. Hör auf mit dem Scheiß. Okay, der hat mich getroffen. Wie kann man denn so ein Schild machen? Ein Schild normal auf Schild und dann... Aber den Rundschild, der bringt hier nicht viel. Er ist nicht mehr ganz so über. Nee, ich will diese ganz große, diese runde Kugel. Ja, ich sag ja, der ist nicht mehr so über, der funktioniert nicht mehr so. Shift und mittlere Maustaste. Verdammt. Überattacke. Warum? So, wenn er jetzt auf dich geht und der auf dich Alter, geht... was ist das für ein Dreckskerl? Wow, wie er ausgewichen ist, der Arsch. Was ist Feuer? Ja! Danke. Bitteschön. Fick dich. Scheiß drauf. So, das war ich. Das warst du nie. Spring, du Dreckskerl! Tobi, hast du mal ganz kurz einen Moment für die vier? Ja. 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 Kümmert ihr euch um den Kleinen da unten? Ja, ich versuch's. Vorsicht! Sven, Leben und Tod. Das wird hier nicht so gut klappen, weil die ständig in Bewegung sind. Das ist das Problem. Versucht sie anzubrennen. Das brennt. Ja, das mache ich gerade. Okay. Ich bin in der Sterbestatistik recht gut dabei. Aber da habe ich eine Zeit für meinen Tee. Nein. Ah. Ja, ich habe die 3 gedrückt. Haben wir noch unseren Geist? Ja, sehr schön. Einmal hatten wir ihn noch und der hat mich. Gegen die Ultrinner verwirkt auf jeden Fall Feuer und Blitz, also A und F. Tobi, geht da weg. Ich habe mich gerade noch geheilt, deswegen. Ach so. Na, Leute? Ja, du kommst gleich. Ah, jetzt war immer das Falsche. Ich bin das Falsche. Den haben wir aber fast.
Da, wir müssen die anderen auch töten. Gleichzeitig kann das sein. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die können wir einen so. Bitte auch mal mit dem Feuer spammen. Ich glaube nicht, dass das viel bringt. Das hat dem erst übelst viel Schaden gemacht schon mal. Also bitte. Oh, ich lebe wieder. Tobi, leck da! Tobi aus der Schussbahn. Und bam! Den haben wir erledigt. Ich lebe ja noch! Ich lebe! Ja, warum haben wir mal gedacht so? Irgendjemand tot auf ihn? Oh, 2000 macht jetzt nicht viel. Da ist das Tatsache noch effektiver. Wenn er denn mal reinrennt. Aber so können wir auf jeden Fall ihn immer so ein bisschen aussperren. Nicht in meine Richtung! Ich wollte gerade Strahlfeuer. Was ist ein Strahlfeuer, wenn er gesprungen ist? Auf jeden Fall werden unsere Strahlen, wenn wir sie kreuzen, werden unsere Strahlen stärker, das wisst ihr schon. Dann kreuzt! Auch wenn das die Auslöschung jeglichen Lebens auf der Erde betrifft, Marfi. Das war Blitz, aber passt schon. Boot? Ach, falsche Richtung. Au. Schön, dass ihr mir mal in den Strahl reinspringt. Herr Tobi, renne meine Blitze rein. Das wird uns helfen. Aber so ein bisschen Koordination und schon. Und vor allem keinen zweiten übermächtigen Gegner. Halt ihn von dir fern. Ich lade meinen Stein auf. Der hat fast getroffen, Marfi. Ich hab nicht getroffen, ne? Ich sag ja, der hat fast getroffen. Oh, verdammt, das war. Komm schon. Das Schöne ist, dass man sich hier wiederbeleben kann, auch wenn man. Nein! Oh, ist doch nein! Ich hab's gerade noch kommen sehen. Dachte mir so, Scheiße! Okay. Den Hammer. Weg von mir, weg von mir, weg von mir. Ja! Ach, jetzt kommt Vlad. Wie unschön. Ein Goblin und ein Ork halten zusammen. Und nicht nur das. Anscheinend interessiert es sie gar nicht, wo das prophezeite Kind ist. Alles umsonst. 6 von 15. No Teleport. Sitcom-Modus 1. Kälte 3. Was das Artefakt, was die Artefaktstufen sind, so, keine Ahnung. Festgabe. Nee. Ich gucke, was wir alles freigeschalten haben. Festgarobe lila. Ja, es geht erst weiter, wenn ich weitergehe. Achso, na gut, ich habe keine Freischaltung, weil ich das halt auch nicht gespielt habe. So, fortsetzen. 6 von 15 haben wir. Wir haben so viel verpasst. Echt schlimm. Ja, aber weil wir einen Teil übersprungen haben durch das Fortsetzen. Da ist ein Angel, da ist ein Angel. Das ist garantiert eine Waffe. Das Paddel haben. Warte mal. Ich leben, Tobi, du tot, genau. Zack, und rein da. Bam. Was dauert so lange? Eigentlich Leben und Tod, wir brauchen gar nicht voll, glaube ich. Wir brauchen es nur eins immer rein. Zack, und dann. Mann, 2000 Schaden. Okay. Was tust du? Das hättest du nicht tun sollen, Tobi. Wir haben übrigens 2000 Leben. Alter! Ein Eistodesschlag. Sehr schlau, Tobi. Sehr schlau.
Sehr schlau, Vardrak, sehr schlau. Okay, das war unser extra Leben. Ohne unseren coolen Geist wären wir schon sowas von am Arsch. Könntet ihr bitte in diesem kleinen Gebiet... Ah, er lebt noch! Er lebt noch! Er lebt noch! Ja, er lebt noch. Er lebt noch, stirbt nicht. Tobi, gehen wir da weg. Ach so, Eis kann ja... Was? Das Ding kann sich teleportieren! Ui, falsch. Ah, das teleportiert mich also nach hinten. Notteleport. Moment, wie funktioniert der? Man kann ja hier die machen. Das ist, AK, Blitz. Wie ging denn das? Ach da, Notteleport. Da. Und ansonsten rechts klick auf das, was du ersetzen willst und dann... Genau. Ach so, und der sagt uns, was auf welchem Spot liegen kann. Das heißt, auf dem ersten kann nur Stoß oder Notteleport liegen. Nein, alle anderen sind halt nicht frei. Nein, Stoß kann nie auf dem zweiten oder dritten oder vierten liegen. Ich gucke gerade, hab ja Stoß gerade nicht drin. Ach, stimmt. Könntet ihr bitte übrigens mit euren Bomben aufhören in diesem flachen Gebiet? Außerdem teleportiert er sich... Oh Gott, das ist auch so eine. Der hat sich gerade selber die Bombe gelegt. Ah, da kommt eine Bombe, eine Bombe, eine Bombe! Ich hab sie gesehen. Tobi, nicht stehen bleiben! Tobi? Also, ich werde die ganze Zeit hier von meiner Familie. Oh mein Gott. Da hat jemand eine Familie. Ja, ich hab eine Familie, krass, oder? Schlimm. Schlimm, schlimm. Was ist ein OP-Teleport? Oh, okay. Das ist ja gar nichts. Könntet ihr bitte mit eurem Todesstrahl des Todes aufhören? Besser als Lebensstrahl des Lebens, weil die Gegner hier Todesstrahl des Todes feuern. Auf dem Boden liegt ein zerrissen staubiges Tagebuchfragment. Tag 1. Endlich haben wir die Höhlen des Drachens allein. Dunkel und taublich. Wir können nur hoffen, dass wir Pilger besuchen. Die Quelle dieses abscheulichen Urdunstes, der unser Dorf verbessert und unsere Ernte vernichtet. Okay, ich glaube, das nächste Mal gehen wir doch wieder in Skype, weil du hast gerade übergelaggt. Ich glaube, das hat man auf meiner Aufnahme. Ja, deine Stimme klang gerade irgendwie komisch. Und das hat nichts mit deiner Stimme zu tun wie normalerweise. Ja, über, schon wieder. Tobi, leckt er bei dir auch? Eigentlich nicht. Okay. Irgendjemand von euch hat mich gerade auf dem Gewissen. Danke. Oma. Okay, ich glaube, das ist mein Internet, Leute. Da müssen wir heute mal durch. Lag ich immer noch? Nö. Nee, jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das war meins, weil Tobi hat auch gerade kurz gelaggt. Was auch so übergeil ist, wir können einfach hier unten den Fluss zufrieren. Und das, obwohl das ein fließendes Gewässer ist. Alles zugefroren, trotzdem geht's da unten weiter. Oh, er ist wieder im Spiel. Wir frieren halt nur oben alles zu. So, jetzt seid ihr mal genauso langsam wie ich. Feuerstrahl. Ach so, hier kann man runterfallen. So bin ich gerade gestorben. Ich hab schon gedrückt. Ich hab die Taste nicht gefunden, deswegen. Tobi, du bist noch am Leben, nicht die Kisten zerstören. Welche Taste? Hier! Oder gar keine. Aber der Geist war doch früher, oder? Genau. Radio. Fleischbrocken! Fleischbrocken? Fleisch! Moment, muss ich haben. Geringer physischer Schaden, geringer Feuerschaden. Würzig und so sündig. Beenden wir hier die Folge? Das klingt nach einem Plan. Das ist nochmal total hinter der Zeit.
Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wir haben ein Radio. Das heißt, wir machen es uns jetzt zwischen den Folgen hier gemütlich. Yay! Okay, na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Ciao!